So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir haben da oben gerade unseren guten Woth hin und her springen sehen. Fast so gut wie wir. Für sein Alter, Respekt. Er wurde von ein paar nicht ganz so netten Gesellen verfolgt. Heißt für uns Rettungsmission. Was ja nicht so schwer werden sollte. Habe ich. Die normalen Pfeile müssen wir ausrüsten, damit wir nicht gleich wieder mit Feuerpfeilen um uns schmeißen. Im offenen Kampf effektiv, aber nicht, wenn wir noch heimlich vorgehen möchten. Halt! Da oben kann man noch wo rein. Mit unserer Schrotflinte. Mit der Betsy. Um ein Tagebuch zu finden. Und Schrotflintenmunition. Ist auch sehr freundlich, dass jedes Mal, wenn hier so eine komische Wand ist, auch Schrotflintenmunition irgendwo rumliegt. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Den Schlüssel? Ist damit die Frau gemeint, die sie brauchen? Oder gibt es noch irgendetwas anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, die sind alle wahnsinnig. 1994, in welchem Jahr sind wir eigentlich gerade? Stand das mal irgendwo? Bestimmt eine Tagebücher von Lever. Ich habe aber nie drauf geachtet. Boah, ich kann mich jetzt jedenfalls nicht dran erinnern, mit meinem supergeilen Gedächtnis. Jetzt bin ich zwar nicht wieder heimlich unterwegs, aber. Aus irgendeinem Grund hat sie automatisch wieder die Feuerpfeile ausgewählt. Ich wollte jetzt gar keinen offenen Kampf. Wobei es wahrscheinlich besser ist, die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, damit die nicht weiter unseren Kollegen belästigen. Sechs. Alter. Bin unterwegs. Ah, das ist gar nicht Worth. Das ist der alte Sack. Ah, der richtig alte Sack. Ja, dann können wir ja die Feuerpfeile wieder benutzen. Dann macht es ja keinen Unterschied mehr. Hat er da irgendwo Deckung? Oh, gut, natürlich. Das C4 geht hoch, wenn ich auf die mit C4 schieße. Nee, C4 sage ich schon, Dynamit. Wobei ich auf die Nahkampf eigentlich gar nicht schießen muss. Ich muss den hier nur ausweichen. Dann könnte ich den geilen Nahkampfangriff gegen die machen. Ja, da kommt schon wieder einer. Da kann man den mal ausprobieren. Nice! Was
machen die? Stehe ich da oben mit dem Alarm? Gott, gebe der Typ da auf den Sack. So. Noch wer? Lebt immer noch. Clara, du lebst noch. Klar. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt. Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommen sie ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Klar, genau. Jetzt müssen wir auch noch über komische Seile. Müssen wir den ganzen Kram hier wieder einsammeln. Wir brauchen eigentlich nur noch den Bogen. Das ist wirklich erstaunlich. Können wir... Die Antwort ist dann wohl nein. Warum eigentlich nicht? Müssen wir jetzt den ganzen Weg hier zurück? Nee, oder? Halt! Ey, alter Mann. Geht ihr nicht dazwischen? Halt! Nein! Wenn du jetzt nochmal was sagst, ich hau dir. Ich würde gern hier hochkraxeln. Wir haben schon wieder genug Bergungsgut, um unsere Schrotflinte? Nee, Schrotflinte hatten wir fertig, das Sturmgewehr aufzurüsten. Wofür das denn? Ist da unten eine Höhle? Ist da unten eine Höhle? Ich sehe es doch genau. Die Hühner weisen mir den Weg. Und hier ist noch irgendein Artefakt. Na komm. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Für mich so eine komische Tasche. Nein. Will das mich angreifen? Nee, das läuft von mir weg. Entschuldigung. Hätte mich jetzt gewundert, hätte das Schwein mich angegriffen. Die anderen waren ja immer relativ nett zu mir. Dem habe ich ja nichts getan. Oder? Willst du mich angreifen? Nee. Oh, guck mal einer an. Ist da vielleicht ein neues Teil drin? Für meine Schrotflinte vielleicht? Nee, nur Bergungsgut. Großartig. Okay. Nicht in den Weg springen. Hab's verstanden. Wo führt das hin? Hä? Wieso gibt es hier diese komischen Büsche? Wollen die jetzt das Wildschwein töten? Bringt mir das irgendwas? Also durch die Büsche komme ich ja nicht, ne? Nee. Verbrennen kann ich die auch nicht. Verstehe ich also nicht. Halt nicht. Bin sonst hier runtergesprungen. Nein! Böse! Pfui! Aus! Gehen wir halt hier weiter. Irgendwie müssen wir jetzt zu dem Frachtbeförderungssystem kommen. So weit, so gut. Nein, nein, runter. Ich wollte schon runter. Keine Sorge. Hier gibt es noch Lebensmittelbehälter. Das bringt uns ja auch wieder Bergungsgut. Halt, und da gibt es nochmal eine Kiste.
581. Wir können fast schon wieder zwei Sachen draufbappen. Unser schönes Gewehr. So. Hier hoch. Der hätte auch da hier oben ein Seil irgendwo rumbinden können, dann hätte ich mit dem Pfeil da hochgeschossen. Das wäre ja zu einfach. Das wäre ja... Das wäre ja nichts. Kann ich... Bringt das was? Scheinbar ja. Das ist nicht die erste Puppe, die ich gesehen habe. Mist. Naja, blöd gelaufen. Oben können wir gleich nochmal lang gehen. Das war knapp. Was? Was? Moment, du hast eine Schrotflinte in der Hand, oder? Danke. Warum? Der geht immer weg, wenn ich schieße. Geht doch. Das war auch kein Kopfschuss. Geht das mit den Lautfahrt? Ist das überhaupt immer der gleiche, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, mit den normalen mache ich mehr Schaden. Jetzt bin ich doch nicht oben lang gegangen. Von oben hätte ich auch eine viel bessere Position gehabt, aber nein! Ich muss ja wieder neugierig sein und unten gucken. Ernsthaft? Und da gibt es noch mehr. Es tut mir leid, wenn ich sehe, muss ich es tun. Ach, nee, da komme ich ja ganz schlecht runter. Doch nicht. Ich dann wieder hier oben bin. Nee. Wenn wir irgendwo wieder unten sind, wenn wir überhaupt wieder runterkommen, dann kann ich es mir holen. Wenn nicht, ich werde es überleben. Aber es ist jetzt nicht wirklich spannend, jedes einzelne Ding hier einzusammeln. Na, das hat es ja jetzt gebracht. Willst du ja nicht gleich erst nur fliegen? Was zur? Das war haarscharf. Wo schieße ich denn gegen? Na komm, schreck den Kopf raus, du Bastard. Also in letzter Zeit ziele ich nicht mehr so gut mit dem Bogen. Das hat schon besser funktioniert. Immer so knapp vorbei auch. Die weichen aber auch gemein aus. Das muss man ja den Mistkerlen lassen. Geh mal vorsichtig, will ich für die Dinge erschlagen werden. Ein Grab. Na, ich würde sagen, das machen wir noch. Was haben wir hier oben noch an der Spitze? Das ist Spitze. Noch ein Abbild. Arrivederci.
Hier noch ein Geocache gefunden. Mensch, das geht ja Schlag auf Schlag. Von hier komme ich ja runter? Kann, geht das? Nein. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht erst versuchen. Ich gehe den normalen Weg nach unten, bevor ich wieder kaputt gehe. Und dann probieren wir mal das Grab da unten. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Bis ich kapiere, was die von mir wollen. Ja, ich sehe schon mal viele tolle Sachen. Nämlich zwei Kisten Bergungsgut und so eine Nahrungskiste. Ist das wirklich ein Grab oder ist es eine Wunderkammer für mich? Und jetzt finden wir ein neues Teil für unseren Bogen oder für unsere Schrotflinte? Schon wieder nicht. Kann ich hier durch? Nein. Kann ich da was durchwerfen? Gibt es da was zum Durchwerfen? Hier gibt es Löcher. Das ist doch schon mal was. So funktioniert das also. So. Dann kann ich vielleicht noch... Nee, ich glaube nicht. Oder? Von der Seite hier hinten? Doch. Das kaputt. So, dann fehlt da unten noch. Ein Stockwerk tiefer müssten wir kommen. Das hier trifft sich, glaube ich, schon mal ganz gut. Nur noch weiter nach rechts. Hier irgendwo. Nee. Wer macht denn so eine Konstruktion? Was ist das hier eigentlich? Was bringt mir das? Was? Ah, doch so wenig. Kann ich hier hochspringen? Auch nicht. Wo gibt es hier noch Löcher, die mir helfen könnten? Von unten kann ich ja höchstwahrscheinlich schießen. Das würde mich wundern. Wobei, Moment. Nee, falsche Taste. So, Shift. Au. Das dürfte doch funktionieren. Wow. Tausend! Nett! Aber wie komme ich jetzt daran? Bin ich von hier hinten irgendwo? So Meisterschütze. Oh yes! Aber das war ja jetzt nicht das Grab, das ich eigentlich machen wollte. Wo ist denn das Grab? Ist das nicht auf der Karte angezeigt? Hier. Was ist das hier? Geocache. Ja, das ist ja jetzt nicht so interessant. Wir wollten das Grab machen. Dort hinten. Ah, I see. Hier noch irgendwas? Nö. Aber im Grab haben wir auch drin ein Lagerfeuer. Das ist ja, glaube ich, bei jedem Grab. Und da können wir dann alles aufrüsten. Ich auch schon Lagerfeuer. Nee, wir machen erstmal das Grab. Wenigstens reingucken. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich will das jetzt wissen. Ob das einfach ist oder schwierig. Eins ist es schon mal alle Male, nämlich stockduster. Okay. Unangenehm dunkel. Es gefällt mir nicht zu wissen, wo ich hinlaufe.
Es wäre sehr freundlich, würde es nach oben gehen. Dankeschön. Bergung ist gut. Das ist ja schon mal was. Hier komme ich zurück. Dann kann ich hier oben doch lang, oder? Nee. Okay, ist einfach nur ein Rückweg. Ich dachte, wir könnten jetzt irgendwie da noch hoch und irgendwo anders hinkommen. Scheinbar ist dem nicht so. Kann ich hier nicht mit meinen Feuerpfeilen irgendwas anzünden, was Licht macht? Ich sehe ja nichts. Am besten auch nicht durchs Wasser laufen. Ich habe wenig Lust, meine Fackel hier drin zu verlieren. Was ja eigentlich egal ist, da ich ein Feuerzeug habe. Okay, wir müssen aber ganz vorsichtig sein. Bloß nicht in... Was war das? Ich muss gerade sagen, ich habe ehrlich Gänsehaut. Machst du die Fackel wieder an? Bist du denn wahnsinnig? Lebensmüde? What? So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Da können wir hochklettern. Das ist einfach nur so ein... Hier wäre es wahrscheinlich schön, Gewicht drauf zu haben. Aber erstmal Ausrüstung, Sturmgewehr. Kriegen wir alles zusammen? Nee. Doch, kriegen wir alles zusammen. Zack, zack. Was anderes können wir uns ja nicht leisten. Ach nee, jetzt können wir... Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Schalldämpfer oder was ist das? Ach nee, Rücklaufbremse. Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Ja, nee, dann ein Rückstoß. Da haben wir fast alles für unser Sturmgewehr. Fast. Beim Bogen sind wir erst bei 50%, okay. Bei den meisten noch unter 50. Also wir werden hier wahrscheinlich, jetzt schon mal für die nächste Folge, das ganze Zeug zusammensuchen müssen und hier mit dem Gewicht spielen. Ja, das kriegen wir. Das wird relativ einfach, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann einen Daumen runter und schreibt in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.